Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule und es gibt seit langer Zeit mal wieder ein neues Wunschkonzert. Ihr habt Replays ohne Ende eingesendet, deswegen wird es langsam Zeit, dass ich mal wieder ein bisschen was verarbeite und euch auf meinem Kanal präsentiere. Wir fangen an mit Ernst Dex vom Clan Beone im Kampfpanzer 07. Aha, das ist er. Im letzten Marathon gab es den zu erspielen. Ich habe mir den selber nicht zugelegt, denn ich habe nur 40% drauf bekommen und das war mir dann einfach noch zu teuer. Wir haben drauf eine 90 mm Kanone mit 205 mm Durchschlag bei 200 Schaden. Der 200 Alpha Schaden ist jetzt nicht so besonders doll, aber hat eine extrem starke Nachladezeit, die man natürlich noch verbessern kann. Wenn du das Video siehst, bitte einmal kurz dazu schreiben, was du hier als Nachladezeit drin hast und auf welcher Position du was verbaut hast. Das würde vielleicht den einen oder anderen interessieren, der einen Panzer bei sich rumstehen hat und noch ein bisschen experimentiert. Auf Premium mit so 255 mm Durchschlag bei 200 Schaden und auf HE 90 mm Durchschlag bei 320 Alpha Schaden. Das ist schon recht ordentlich. Vielleicht ein bisschen viel HE-Munition. Ich würde da 10 weniger mitnehmen und stattdessen eher in die Standard- oder Premium-Munition investieren. Aber ansonsten bei 90 Durchschlag kann man das auf jeden Fall machen. Noch dazu muss man dazu sagen, er ist schnell genug, um Aufklärer zu jagen. Und die Kanone schießt relativ häufig. Von daher macht er eigentlich mit einer richtig guten DPM einen vernünftigen Eindruck. Wir sind auf Schützjanke gelandet, im Achtergefecht mit 7er-6er Unterstützung. Und er macht genau das, wofür der Panzer eigentlich vorgesehen ist, nämlich seine Mobilität ausnutzen und nachher hoffentlich seine DPM. Die meisten können die DPM nicht anbringen, das wissen wir selber. Das ist nämlich nicht so einfach. Aber ich bin mir sicher, dass der liebe Ernst Dex das hier auf die Reihe bekommt. Sind zuerst in den Graben gefahren, es gibt keine Aufklärung und keine Artillerie. Das macht es ein bisschen einfacher für uns. Das heißt, wir sind eines der schnelleren Fahrzeuge auf dem Feld. Wenn nicht sogar das schnellste. Kann kaum einer mithalten. Schwerer Panzer fährt an die Aufstellung. Jawohl, da gibt es 197 Schaden. Wie gesagt, der Alpha-Schaden ist nicht besonders hoch. Wir sind da von einigen Mediums teilweise bis zum Doppelten gewöhnt, was es da an Alpha-Schaden gibt. Wenn ich an SDG denke, wenn ich an den T-122 denke, M122 heißt das, glaube ich. Jawohl. Ganz kurz dazu, er versucht hier die Panzer durchfahren zu lassen, so dass sie sich nicht drehen können, beziehungsweise dass er die Hinterseite erwischt und versucht dann durch das hintere Kettenrad nicht nur Schaden, sondern auch die Kette zu ziehen. Macht er, finde ich, ideal, kann man besser eigentlich nicht machen. SDA1 kriegt da von uns einen ab, 206 Schaden. 831 haben wir insgesamt schon ausgeteilt. Theoretisch haben wir genügend Munition dabei, um hier die ganzen Häuser runterzuschießen. Das muss nicht immer ein Nachteil sein. Es muss auch nicht immer ein Vorteil sein. Da muss man schon wirklich ganz genau sein und abwägen. Genügend Panzer hätten wir eigentlich unten auf unserer Seite, damit wir hier dem Gegner knallhart in die Flanke fallen können. Beziehungsweise um das Ganze hier final durchzudrücken. Aber gerade eben fallen bei uns die Panzer aus. 1 zu 3 steht es schon. Ich glaube, da stehen einige Fracks hier unten rum. Eins, zwei, zwei Fracks stehen hier unten. Ja. Es wird weiter fleißig ausgeteilt. 1052 Schaden haben wir. Da drückt der Gegner ein bisschen nach vorn. Ja, Panzer hält normalerweise nicht so besonders viel aus. Also auf die Panzerung können wir uns nicht verlassen. Aber wir können zumindest AT-8 rausnehmen. Jetzt gibt es vom SDA eine eingeschenkt und da kriegen wir noch eine oben drauf. Okay, kann man nur hoffen, dass das Gegnerteam hier ein bisschen sich dämlich anstellt. Okay, kommt mit 240 Schaden einmal nicht durch. Da gibt es noch einmal Schaden vom VK-30 und wir teilen nochmal Schaden aus. Haben jetzt innerhalb von weniger als einer halben Minute mal eben fünf Fahrzeuge rausgenommen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Panzer zum Abräumen natürlich hervorragend geeignet, auch wenn er wenig Alpha-Schaden hat. Wenn man auf die Panzer geht, die wenig HP haben, macht das natürlich Sinn. So, hier haben wir ein Easy-2. M2A1, M2A3, E2, M2, H3, E2, genau. Schießt mit HE auf uns. Ja, genau. Das lassen wir mal schön sein, mein Freund. Das bringt nur Ärger. Kill Nummer 6.
Und auch hier wieder Fahrzeug ein bisschen angewinkelt, richtige Seite zuerst ausgesucht, alles abgeräumt, was ging. Gunhandling ist natürlich brutal stark, brauchen wir uns nichts vormachen. Er zielt kurz an, kommt mit dem Zielkreis sofort aufs Fahrzeug und kann dann auch direkt den Schuss anbringen. Die Kanone bzw. der Turm dreht sich extrem schnell. Auch hier wieder, Fahrzeug ist im Punkt Mobilität quasi, ich will nicht sagen das Maß aller Dinge, aber wirklich ideal besetzt. Wir können uns hervorragend aus einer Position zurückziehen, aus der wir so nicht mehr rauskommen würden, wenn wir irgendwas Schwereres fahren. Das heißt, das A und O ist nach wie vor Feuerkraft und Mobilität. Der Punkt Panzerung ist leider zweitrangig, muss man leider so sagen. Also wir haben 3659 Punkte, Schadenspunkte gemacht. Wir haben 6 Kills bisher geholt und er setzt das Fahrzeug hier wieder in die nächste Flanke. Verlässt sich darauf, dass da drüben der VK3002D genügend Licht macht. Das heißt, der ist gerade zum Scouten da. Nutzt hier wieder knallhart die DPM aus. Hat er vorhin schon gemacht. Nutzt knallhart die schnelle Nachladezeit aus. Das ist der große Vorteil. Wenn man etwas weniger Alpha-Schaden hat und dafür eine gute Nachladezeit, kann man auf jeden Fall dem Gegner das ein oder andere Geschenk bereiten. So, letzter Schuss Standardmunition. Danach müssen wir auf Premium umstellen. Genügend Munition hat er ja dabei, um ordentlich Schaden zu machen. Aber wir müssen es halt relativ fair aufteilen, denn der sieht natürlich auch 10er. Und da brauchst du 255 Durchschlag auf jeden Fall. Muss trotzdem noch ein bisschen genauer zielen, als jetzt hier zum Beispiel gegen 6er und 7er. Das dürfte klar sein. So, 11:9. Spiel läuft jedenfalls in unsere Richtung. 628 HP haben wir noch. 4500 und 16 Schaden haben wir verabreicht. 264 aufgeklärt. Also am grünen Kreis sieht man da rechts auf dem Radar, dass er die Sichtweite nicht komplett ausgebaut hat. Das heißt, er hat das Fahrzeug nicht auf Sichtweite ausgelegt, sondern ich schätze mal auf Feuerkraft, also auf DPM. Macht auf jeden Fall Sinn, wenn man den aktiv in den Kampf einsetzen möchte. Wenn man natürlich sagen wir mal, in Richtung Scout oder Scout-Aufgaben positionieren möchte, dann braucht man auf jeden Fall ein bisschen mehr Sichtweite. Kann man noch einstellen. Aber da gibt es andere Panzer, die sich da eher eignen. Okay, so ein 101 schießt da einmal drüber. Die sind natürlich flott genug, um hier einmal drumherum zu fahren. Jawohl, da gibt es den nächsten oben drauf. 4915 Schaden. Da gibt es den nächsten drauf. Su 101, keine Chance hier irgendwie rauszukommen. Schieß, schieß, schieß. Hat vielleicht ein bisschen früher geschossen, hätten wir vielleicht den VK30 behalten können. Aber am Ende geht die Su-101 trotzdem drauf. Unser 8er Kill. Sehr stark. Es bleibt noch ein Panzer übrig. Und das ist ein Waffenträger, oder? Ein Rheinmetall-Borsig-Waffenträger, genau. War vor kurzem erst offen. Wir haben die ISO da hinten, die ein bisschen unnütz ist. Die könnte vielleicht ein bisschen weiter nach vorn rücken, aber die hat sich da nicht dazu entschlossen. Bewegt sich da kein Millimeter. Wenn wir auf den Rheinmetall treffen, haben wir tatsächlich links, rechts und unser eins. Nein, wir nicht. Aber rechts und links, die sind One-Shot. Das heißt, wenn das Panzerchen den Rheinmetall-Borsig-Waffenträger dazu schlägt, kann er jeden mit einem Schuss rausklipsen. Das wäre natürlich nicht so schön. Was haben wir da? VK-75. Okay, Rheinmetall-Borsig-Waffenträger nimmt ihn raus. Theoretisch jetzt Zeit zum Angreifen. Für beide. Aber die Hellcat wie auch die I-152 wollen hier nicht so richtig. Da haben wir nachgeladen. Treffer mit HE. Macht auf jeden Fall Sinn natürlich, da HE hinzuladen. Und am Ende holt sich den Kill die Hellcat. 5669 Schaden gemacht. 240 Schaden geblockt. 278 Schaden aufgeklärt. Mal gucken, was die Ausbildung dazu sagt. Ein fettes Victory gibt es auf jeden Fall. Eine Top Gun, High Kaliber, eine Radley Walters Medaille, eine ganze Menge Gedöns. Ein M natürlich, was sonst? 1681 Basis-XP sollten auf jeden Fall ein M sein, zumindest auf diesem Panzer. Wir haben 42 Schüsse abgefeuert, 33 haben getroffen, 32 durchschlagen.
Also die Kanone ist auf jeden Fall zuverlässig. Müssen vielleicht noch das eine oder andere Replay schauen, wo wir gegen 9 und 10 antreten, aber ich denke mal, das sieht die Kanone nicht anders aus. Da wird ein bisschen weniger geschossen, da muss ein bisschen mehr an die Flanke gefahren werden, damit man da wirklich sicher Schüsse anbringen. 4,5 Kilometer auf die Kette gebracht in 8,5 Minuten und 88.000 plus gemacht. Wir haben ja recht viel für Munition ausgegeben, weil das Gefecht relativ lang ging und wir ja unsere Standardmunition irgendwann dann verschossen hatten und auf Premium wechseln mussten. Ja, ziemlich feine Runde. Ich würde sagen, wir gucken. Vielen Dank fürs Einsenden an Erntedex für dieses geile Replay. Ich würde sagen, wir springen in Runde Nummer 2 und da sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Und da sind wir auch schon. Wir fahren die Runde 2 mit Meisterjäger vom Clan FBC. Sehr häufiger Gast bei mir auf dem Kanal. Fährt im Ferdinand. Sehr seltener Gast bei mir auf dem Kanal. Also im Panzer gibt es eher selten zu sehen bei mir. Ich glaube, das ist das zweite oder dritte Replay. Und der Meisterjäger, glaube ich, mit dem 8., 9., 10., irgend sowas in der Richtung. Was haben wir drauf? Eine 128 mm Kanone auf einem Stufe 8 TD in der deutschen. Wir haben 246 Durchschlag bei 490 Alpha-Schaden. Auf Premium-Munition 311 mm Durchschlag. Und auf HE 65 mm Durchschlag bei 630 Schaden. Wir sind auf Geisterstadt gelandet und er hat es mir bereits vorher angekündigt, also ein bisschen was verraten hat er. Er fährt mit der Kiste nicht irgendwie auf eine TT-Position, sondern er stellt den in die Stadt, weil er Top-Tier ist, mit einer Stufe Unterschied und er hofft, dass er da in der Stadt genügend Schaden anbringen kann. Man sieht schon, er ist recht langsam. Der Panzer ist nicht geeignet, um jetzt hier in der Stadt. Also um jetzt hier, sagen wir mal, mobilen Feuerkampf zu unterstützen, sondern das ist wirklich ein reiner Sniper aus der zweiten Reihe. Kanone gibt das auch her, die ist genau genug. Diese Kanone befindet sich auf einem Skorpion G, auf einem. Okay, da kommen wir nicht hoch. Eieiei, sieht ein bisschen aus wie eine Schildkröte, die auf dem Rücken liegt. So ein bisschen Treppe, hey, bist du nicht so nah? Ist ja unglaublich. Okay, warum nicht? Auf dem E75 müsste inzwischen auch drauf sein, auf dem VK 4502B. Also die Kanone ist recht geläufig auf deutschen Panzer. Ja, wir fahren mit Schokolade. 10% Besatzungsvorteil bedeuten, wir laden ein bisschen schneller nach, wir tarnen ein bisschen besser, was bei dem nicht besonders viel bringt. Denn der ist ziemlich groß und sperrig und im Punkt der Tarnwert gibt es auf jeden Fall bessere Panzer und auch Panzer, die das, ja, wirklich hergeben, aber wir laden schneller nach, wir reparieren schneller und so weiter. Wir sind ein bisschen besser beim Einzielen. 10% Besatzungsvorteile merkt man auf jeden Fall. Und bin mal gespannt, wie er sich hier dann startet. Wir haben schon eine, ja, gewisse Position eingenommen, haben den einen oder anderen Gegner umfahren. Und jetzt will ich gleich sehen, wie die 128 mm Kanone hier einschlägt. Bam. KV3 bleibt mit 390 Schaden bei uns hängen. Also die Panzerung kann ein bisschen was, wenn nicht genau genug gezielt wird. Tatsächlich haben wir hier, machen wir ganz kurz auf Pause, die Möglichkeit, ein bisschen hängen zu bleiben, rechts und links, wenn die Siebener auf uns schießen und vielleicht der ein oder andere Achter. Untere Wanne ist natürlich wie immer ein Weakspot. Die obere Wanne, sobald man Premium geladen hat, braucht man nicht großartig zielen. Da kommt man hier durch diesen Bereich durch, rechts und links von der Kanone, durch die obere und durch die untere Wanne sowieso. Und bei der Seite bleibt auch nicht besonders viel hängen. Angezündet haben wir KV3 ebenfalls noch. Brutzel, Brutzel. So habe ich das gern. Kann auf jeden Fall so bleiben. 1 zu 2 steht's. Gegner hat bei uns bereits einen Medium und einen TD entfernt. Und wir haben dem Gegner dafür einen Jagdpanzer rausgeschaltet. Da ist noch nichts vorentschieden. Aber man sieht den Panzer, wie gesagt, eher selten hier in der Mitte irgendwo rumfahren. Meistens wird er hinten auf die A-B-Linie gestellt. Zumal wir hier eigentlich nur verteidigen müssen. Das ist unser Auftrag. Fahr raus. Schade. KV3 verabschiedet sich durch den WZ. Dürften gleich aufgehen. Das ist eine Su-100 M1. Ein Objekt 268 Version 4 auf Stufe 7 hat einen extrem starken Bereich. Hier oben ist er ähnlich aufgebaut wie der hier. Hier oben bei dem Bereich kommt er fast nicht durch. Das heißt, da wo die Kanone eingesetzt ist, mit Standardmunition, selbst auf dem Achter, nicht ganz so einfach zu unterschlagen.
Wiegsport auf jeden Fall, die untere Wanne ist allerdings bei der Su-101, die ist relativ schmal und deswegen nicht ganz so einfach zu treffen. Überhaupt ist das Profil ein bisschen niedriger. Die hat zwar eine etwas schlechtere Kanone, vor allen Dingen was den Alpha-Schaden angeht, aber auf jeden Fall, nein, da kommst du nicht durch. Da kommst du nicht durch. Noch dazu ist die Seite vom Turm, was wir als Turm bezeichnen würden, diese Seite ist ein bisschen angeschrägt. Du müsstest theoretisch aus dem Winkel so direkt drauf schießen und da kommst du gar nicht hin. Da ihr seht, da wird es auch schwierig. Ja. Da bin ich schon mit der Badget 25 Tonnen AP hängen geblieben. Und mit einem 9er unterwegs gegen diese kleine Drecksau. Jetzt mit Premium-Munition ist natürlich alles möglich. 522 Schaden haben wir angebracht. Das hält auch die Su nicht mehr aus. Also man muss direkt auf Premium wechseln. Bei 311 Durchschlag brauchen wir uns nichts vormachen. Da hat auch ein Siemer keine Chance. Es gibt ganz wenig Siemer, die 300 Durchschlag aushalten. Dazu gehört zum Beispiel ein T29. Wie gemein. Also zumindest am Turm. 1493 Schaden haben wir gemacht, unseren ersten Kill haben wir geholt und dann gleich den nächsten Kill hinterher. 404 Schaden beim T34B. Panther hat da Lust auf uns zu schießen, hat eine schöne DPM. Wenig Alpha-Schaden, aber ist da zweimal in die Seite flacken mit 125 und 144 Schaden zusammen. Das sind zusammen 269, richtig? Ja. So. Knapp 1900 Schaden verabreicht, 390 haben wir geblockt und aktuell noch nichts aufgeklärt. Auf der rechten Stelle haben wir einen VK 101. Zack, einmal hinten. Also den zu treffen war natürlich großes Ziel, haben wir gemacht, haben wir Schaden gemacht, aber wir haben auch gleich die Kette mitgezogen. Das war natürlich ebenfalls recht interessant. Man hat die Mobilität bei dem ein bisschen einschränken können. Untere Wanne, untere Wanne, untere Wanne. Jawohl, ja. Waren nur 20 Schaden, aber eine Kanone weniger ist eine Kanone weniger. Kill Nummer 3, 2371 Schaden verabreicht, 390 geblockt, 201 aufgeklärt. Irgendwo da oben steht was Gemeines. Gaby Panther gibt uns 82. Müssen wir schnell entstunnen, ansonsten treffen wir den da nicht. Wunderbar. Wieder die Kette getroffen mit dem Carnarvon und 481 Schaden verabreicht. So haben wir das gern. Raimund, der bursige Waffenträger, hat uns allerdings noch auf den Kicker. Bah, knapp am Stein sind wir da hängen geblieben. Gaby Panther nochmal mit 218 Schaden. Der hat eine recht schnelle Schussfolge, der liebe Gaby Panther. Für eine Stufe 7, für eine Stufe 7 Artillerie auf jeden Fall äußerst gemein. Oh, da ist jemand nicht mehr viel. Ja, okay. 44 HP kriegen wir natürlich locker raus. 2896 Schaden verabreicht. Kill Nummer 4. Aber so nichts entschieden. Auch wenn es in 9 zu 7 steht, könnte trotzdem noch einiges schief gehen. Zumal jetzt der Gegner über die Seite in die Geisterstadt direkt einfällt. Hier 34,3 und ein Brot haben wir da. Vielleicht da rechts die Seite sperren. Ja, genau die. Wenn der andere rauskommt, können wir ihn direkt durch den Turm ballern. Wir haben zwar Standardmunition drin, aber denken wir, für den einen oder anderen könnte das direkt reichen. Die 28 Brot deckt sich da mit dem BZ an. Hat eine eingeschenkt bekommen. Turm ist eine Schwachstelle. 394 Schaden beim T28 Bot machen Kill Nummer 5 aus. Wunderbar. 10 zu 8. Die Reihen lichten sich. Da haben wir einen T34-3, da haben wir einen Progetto 46, einen Jagdpanther immer, haben wir ebenfalls. Irgendwo ist noch eine Artillerie. Und der EBR Hotchkiss war noch gar nicht offen. Okay. Dass die Artillerie noch nicht offen war, okay, sehe ich ein. Aber dass der EBR Hotchkiss sich hier hat bisher aus der Affäre ziehen können, das bringt nichts. Das bringt nichts. Also die Kanone ist schon genau, aber wenn sich das Ziel bewegt und man sieht nur die Kommandantenkuppel, weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, da drauf zu schießen. Kann man natürlich probieren, ne? Wenn es getroffen hätte, dann wäre das absolut genial gewesen. Aber in dem Fall hat es leider nichts gebracht. So, T34 ist leider dahinter. Und die kriegen wir keinen Schuss mehr ab.
Boom. Da gibt es 214 Schaden von Progetto. Gegnerischer Arti noch am Leben. ISO 152 kümmert sich darum. Das heißt, wir brauchen kein Steilfeuer mehr zu befürchten. Und auch der Progetto kann uns hier nur in die Kette flacken. Bleibt bei uns hängen. Weiß, wo wir sind, aber wenn wir nicht rausfahren, dann gibt es von uns auch keinen Schaden. 3290 Schaden ist schon ordentlich, vor allem wenn man den so aktiv fährt. Normalerweise, wie gesagt, ist das eher ein zweite Reihe Panzer. Auch wenn er ein bisschen Panzerung hat, man kann sich eben nicht drauf verlassen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Daneben, lieber Progetto. Kriegt da nochmal eine eingeschenkt vom AMX. Das war ein bisschen zu viel, mein Freund. T-34-3 bleibt da ebenfalls bei uns in einer Kette hängen mit Heat. Das ist halt der große Nachteil von Heat. Die Kette macht da den Schuss ganz schnell kaputt. Wo kommt er raus? AMX ist raus. Ah, hängen geblieben. Na, Schaden verursacht. Entschuldigung. Das wäre ein Ding. Wir haben keinen Heat. Boom. Okay. Kill Nummer 6 geholt. Das war jetzt ein bisschen eine enge Geschichte. Gegner ist natürlich noch angehalten, hier so viel wie möglich an Fahrzeugen runterzuschießen. An Möglichkeit alle. Oder durchzukappen. Wenn das nicht funktioniert, dann verliert er hier automatisch. Wir müssen im Grunde nichts anderes machen, als ein Fahrzeug mindestens über die Runden zu bringen. Und das war's dann auch. Hallo Progetto. Progetto bleibt hängen. Progetto stirbt. Hat keine Prämie-Munition mehr gehabt, so wie es aussieht. Wir haben mit 118 HP das Ganze überlebt und werden jetzt wahrscheinlich vom Aufklärer nicht mehr besonders viel sehen. Er hat noch drei Gegner gegen sich und hat, ich glaube, auch gar nicht viel gemacht. Ich sehe da weder einen Kill noch sonst irgendwas. War nie offen. Für den Radpanzer sehr ungewöhnlich. Also entweder hat das Ding irgendwo geparkt oder hat das eine Hasenfuß-Taktik irgendwo gespielt. Aber im Großen und Ganzen ist der Hotchkiss nicht so gefahren worden, wie man eigentlich hätte fahren sollen. So, Sieg! Wir haben noch einen Zug gebildet mit dem Progetto aus dem eigenen Team, haben zusammen 10 Kills gemacht, wir insgesamt 7. Das ist absolut in Ordnung. Haben bekommen eine Top Gun, ein High Kaliber, ein Spartaner, ein Brothers in Arms, eine ganze Menge Gedöns auf der linken Seite und ein MS jetzt auch noch drauf. 1490 Basis XP, nicht schlecht, 1263 auch vom Progetto, eine gute Leistung. Was hat denn der Hotchkiss gemacht? 213 Schaden. Das hätte ich gerne mal gesehen. 5 Schüsse abgefeuert, 2 getroffen, 2 durchschlagen. 0,39 Kilometer gefahren mit einem Radpanzer. Also der eigentlich für Mobilität steht, ist nur 0,39 Kilometer. Das weiß ich. Okay. Also so ein typischer Hasenfuß. Keine Ahnung, warum er sich dann die Kiste da kauft. Werde ich nicht verstehen. Muss ich auch nicht verstehen. 16 Schüsse haben abgefeuert, 14 haben getroffen, 12 durchschlagen. 1,86 Kilometer auf der Kette gebracht und wir haben die 10 Minuten komplett ausgereizt, dabei 16.000 plus gemacht. Für Munition ist ein bisschen was draufgegangen, weil wir gegen unliebsame Gegner, auch wenn die auf Stufe 7 sind, da haben ein bisschen Premium schießen müssen. 28.000 miese nur wegen Premium oder 28.000 nur für Munition ausgegeben. Geht in Ordnung, kann man auf jeden Fall machen, ist eine recht feine Runde draus geworden. Vielen Dank an Meisterjäger, auch für dich oder an dich, für dieses feine Replay. Wenn es euch gefallen hat, Leute, wie immer, draufklicken, Like da lassen und natürlich ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich bleibe bis da natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.